Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Wimworld. In der letzten Folge habe ich eigentlich ein paar neue Mods gezeigt oder zumindest vorgestellt oder gesagt, dass ich sie benutze. Richtig vorgestellt habe ich sie euch vielleicht auch noch nicht so ganz. Dann habe ich euch zumindest ein paar Mods hier im Menüs gezeigt. Wir haben Arbeiter neu eingestellt und am Schluss ist Dextys gestorben. Und deswegen heißt unser Geschichtenerzähler jetzt neu Dextys und das war's im Prinzip. Ich rege mich immer noch auf, dass der hier tot ist. Meine Güte, das. Ich wusste jetzt aber auch nicht, wie ich das hätte anders regeln sollen. Ist ein bisschen schade. Der war schon nützlich, der Typ. Na eben, Dextys Overwatch. Der hat ja noch. Dommel war irgendwie mit ihm verwandt. Ich glaube, der Vater oder so war das. Ja. Genau, das war irgendwie die Geschichte, dass. Also sie standen sich vielleicht doch nicht so nah, oder? Nimmst du das zufällig dem neuen Dextys übel, dass er deinen Vater umgebracht hat? Ach nee, das ist ja dein Vater. Wo ist der andere Typ? Ach, den hast du nicht mal richtig kennen. Ah, hier ist er. Tiefgründiges Gespräch und das war's. Na, ihr könnt euch dann nochmal neu unterhalten, tiefgründig über das hier. Geht schon mal super los. Furchtbar Laune dreimal. Ach nee, Überraschung. Kann es sein, dass wir. Ach na eben, ich erinnere mich. Dunkel. Hatten wir nicht irgendwas, was die Laune aller unserer weiblichen Kolonisten versaut? Bedürfnis? Sah Verbündeten sterben. Okay. Hat kein bionisches Körperteil. Das ist auch sehr schlimm für dich. Verhungert. Wieso habt ihr alle keine Nahrung? Ah, verdammt. Ich bin kurz davor, Dextys zu opfern, im Sinne von, dass wir ihn schlachten und essen. Wieso haben wir keine Nahrung? Hier haben wir etwas zu essen. Hoffe ich mal. Nein, Puma ist jetzt nicht wirklich. Also, er ist bestimmt lecker und so, aber der Aufwand im Vergleich zu dem, was wir dann rauskriegen. Töten wir lieber das Dromedar hier. Ja. Wer sind denn unsere Jäger? Warrior und Dommel. Was macht denn ihr? Ne, wer ist das? Michelson. Der hier ist unser Jäger. Versorgt Pizza. Okay, dann kann ich dich schlecht wegziehen und du schläfst gerade. Oh, wir schlafen beide. Wie gut bist du ausgeruht? Erholung? Ach, das muss reichen. Los, jag das Dromedar. Okay, du lässt dich gerade nicht aufwecken, oder wie? Oh, Kampfmodus. So, renn hier hin. So. Ich glaube, wenn ich den normalen Jagebefehl gebe, dann werden die auch gleich geschlachtet oder so. Hoffe ich zumindestens. So, jetzt müsste es eigentlich gehen. Kampfmodus wieder beenden. Jagen. Und jetzt macht ihr das alleine. Oh, sehr guter Schuss. Ja! Töte es! Du hast es fast geschafft. Ja, los! Töte es! Töte es! Töte es! Töte es! So, noch ein Schuss. Wie geht's denn, wie ist denn eigentlich der Körper von dem Viech? Schnitt, Blutverlust, trivial. Ah, jetzt haben wir es geschafft. So, bring dir eine Beute nach Hause. Los, der Stamm hat Hunger. Brauchen was zu essen. Dringend. Sehr viel, sehr, sehr dringend. Okay, ich merke gerade, das hier müssen wir mal suspenden. Weil wenn er für eine einzige Mahlzeit fünf Zutaten verbraucht, dann heißt das, wir verwandeln fünf Mahlzeiten in eine Mahlzeit. Das können wir uns dann leisten, sobald der ganze Kram hier fertig ist. Aber jetzt noch nicht. Wir können noch mal gucken, können wir was ernten? Ne, hier ist es. Ernten. Können wir irgendwas hier ernten schon? Was ist das überhaupt? Reispflanze. Ja, wir können Reispflanze ernten. Ist mir egal, dass er nicht ganz fertig ist. Okay. So, Gino. Gino nimmt sich gleich ein Stück Fleisch und isst es. So hungrig sind die.
So, und du musstest gerade sehen, wie einer von deinen Kameraden verhackstückelt wurde. Ach, die nehmen sich gleich. Wieso? Ah, jetzt sehe ich was. Okay, ganz schön viel Fleisch. Aber Hauptsache, die haben jetzt erstmal was zu essen. Es geht ja gar nicht anders. Ich guck gleich mal, ob wir hier noch was haben. Ach so, irgendjemand könnte mal hier den Toten wegräumen. Ah, ist schon passiert. Wo ist er denn überhaupt? Ist das jetzt hier Dextex? Ja. Ah, wir müssen dann noch ein Grab anfertigen. Das hat er sich verdient. Er ist zwar ein bisschen böse gewesen am Ende, aber zumindest sollten wir ihn noch ein. Was ist jetzt passiert? Zusammenbruch. Brechen jetzt hier alle zusammen? Ist das hier eine Tantrumspirale oder so? Das kenne ich aus zwar Fortress. Gestörter Schlaf und dann ist jetzt wütend. Was hast du vor? Geht etwas spazieren. Ja, tu das. Am besten da drin. Ja. Wir wollten ein Grab anfertigen. Oder ich wollte es. Wo haben wir denn Gräber? Struktur vielleicht? Nee. Irgendwie meine ich, das wäre hier so. Eins der oberen Sachen. Diverses Grab. Okay. Ja. Irgendwann habe ich ja mal vor, alles in die Mitte hier zu räumen. Und sozusagen das wieder zu verlassen, um irgendwie in der Mitte. Das hat sich bei einem anderen Spielstand sehr gut angefühlt. Grab. Das geht schon. Ich glaube, die sind nicht so böse, wenn sie ein Grab sehen. Aber wenn sie eine Leiche sehen. Außerdem sehe ich selber auch nicht gerne unsere Pixelleichen. So, Macker, wer ist denn? Ach so, das ist hier. Unsere Gäste sind das. Na eben, da hier kommt auch noch der Gästetab hin. Zumindest sollte er das sein. Wir können ihn jetzt nicht anwerben. Ist da irgendwas mit den Mods kaputt? Das wäre natürlich doof, wenn jetzt hier dieser Tab für den Mod kaputt ist. Das ist natürlich schlecht. Auf der anderen Seite, man kann damit leben. Es ist zwar nicht sehr angenehm, aber man kann damit leben. Ich hätte jetzt gerne denen noch irgendwie gesagt, ja, Hallöchen. Wir sind doch ganz nett. Wir bringen uns gegenseitig um, aber ansonsten sind wir ganz nett. Wollte nicht bei uns bleiben. Könnte vielleicht auch jemanden umbringen von uns. Oder so. Ah, das ist es. Die hat halt gesehen, wie. Erst wurde sie von ihm angegriffen, aus heiterem Schlaf heraus. Gut, ich habe sie vorher geweckt und sie in Kampfstellung gebracht, aber im Prinzip hat sie das vielleicht schon verstanden, dass sie wegen ihm aus dem Bett gerissen wurde. Ja, und jetzt? Ah, jetzt kann ich Bomberfasern herstellen. Ja, und dann musste halt zusehen, wie er gestorben ist. Was machen wir als nächstes? Aquaculture. Das haben wir doch. Achso, erforscht? Soil. Achso, das haben wir erforscht. Die Soil Reclamation, also die Bodenwiederherstellung. Und als nächstes kommt dann die Aquaculture. Und dann kriegen wir die ganzen Rezepte, die ich so im Gedächtnis hatte. Wir können aber auch noch ein paar andere Sachen machen. Genau, wir haben jetzt Baumwollfasern herstellen. Und jetzt können wir praktisch lernen, komplexere Kleidung herzustellen. Ich weiß noch nicht, was wir genau machen. Was haben wir denn noch so zur Verfügung? Elektrizität würde ich ganz ans Ende machen. Das hier vielleicht noch. Okay, das ist industriell. Das würde ganz schön lange dauern. Das hier würde am schnell. Nee, das geht am schnellsten. Das ist eigentlich auch interessant, aber jetzt gerade nicht. Ich mache Aquaculture. Okay, das haben wir doch schon. Eggplants und so weiter. Da hat sich der Mod vielleicht verändert. Vielleicht muss man das erst erforschen, dass man das hat. Ach, wir erforschen ja später. Früher oder später erforschen wir ja sowieso alles. Was ist mit mir hier los? Erntet Kartoffeln? Achso, wir sind doch in Pause. Ich habe ja Pause genommen, damit wir hier schneller vorankommen. Alle könnten eigentlich ernten. Das ist eigentlich auch keine schlechte Idee. Oh Gott. Pizza hat sich vollständig erholt. Na, das denke ich anders.
Das hier wollte ich haben. Ne, erstmal gucken, was Ernten ist überhaupt. Landwirtschaft. Das geht hier hoppla mit einer 4 los. Hab ich mir gemerkt. Also hier, das sind Landwirtschaftssachen. Nee. Okay, Pflanzen ernten und Pflanzen aussehen. Könnte ich mal sagen, Pflanzen ernten ist jetzt alles eine Priorität. Höher als neue Pflanzen aussehen. Okay. Und na, hier ein bisschen schneller machen. Soll ja was passieren. Am besten gleich nochmal. Ja genau, wir gucken mal. Der Puma. Ob wir den zähmen können? Das wäre doch genial. Ich weiß nicht, war das... Ich glaube, ja, das war unser Tierezähmer. Ich gucke nochmal nach. Ja, es war unser Tierezähmer. Das... mit dem hätten wir eine Chance gehabt, vielleicht. Oder auch nicht. Dann wäre er auch gestorben, hätte man nichts verloren. Aber jetzt... Wer kann eigentlich noch was bauen? Eine gute Frage. Boah, was ist denn jetzt schon wieder los? Rasenverbot, Michelson, ach komm. Lass mich in Ruhe. Wer kann noch was bauen? Wer kann noch was bauen? Mach mal wieder klein. Bauarbeiter. Haben wir jetzt irgendwas, was wir überhaupt nicht haben? Okay, die Leute sind... Hat kein bionomisches Körperteil. Okay, jetzt klopfen Michelson und Spitzer sich gegenseitig. Ach, das muss ablaufen bei denen. Das ist jetzt so eine Art Ehestreit. So, Pizza hat gewonnen. Ist Pizza jetzt zufällig erholt oder so? Bedürfnis? Aggressive Gedanken? Muss töten, muss töten, muss töten. Das klingt so, als wäre es durch dieses komische Feld, was unsere Frauen schlechter macht. Was ist denn jetzt gerade passiert? Ach so, weil ich hier maximale Geschwindigkeit habe. So. Ihr habt eigentlich den Auftrag, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt, zu retten? Nur so ein Vorschlag, anstatt spazieren zu gehen? Oder machst du das schon? Nee, du baust Garden Soil an. Das hat ja toll geklappt mit den Prioritäten. Muss ich ja doch wieder alles allein machen. Aber aus symbolischen Gründen bleibt es jetzt erstmal so. Genau, du warst ja unser Arzt. So viel dazu. Oh, was ist das noch? Ist das ein Puma? Nee, was ist denn das hier? Wüstenfuchs, der etwas verletzt ist. Oh, linkeres hintere. Moment mal, jetzt ist Pizza tot. Okay. Ich bin jetzt. Also, ich habe noch nicht abgespeichert seit dem letzten Spielstand oder seit der letzten Folge. Habe ich noch nicht abgespeichert. Ich würde das jetzt auf einem extra Spielstand abspeichern und würde euch jetzt mal in die Runde fragen, soll ich das nochmal laden? Soll ich nochmal laden, dass Dextes bleibt und der kann von mir aus einen anderen Namen kriegen und dass Pizza am Leben ist? Ich bin noch nicht so gut jetzt bei dem Spiel und ich bin ja eigentlich wirklich jemand, der bei solchen Geschichten eigentlich lieber lädt. Auf der anderen Seite ist es durchaus interessant, hier auch mal sich dadurch zu quälen. Am Ende, ja, fühlt es sich vielleicht besser an, wenn man das dann doch irgendwie gemeistert hat. Aber es ist schon ziemlich doof, dass die jetzt tot ist. Und Michelson haben aber gerettet. Woran ist ein Pizza jetzt eigentlich gestorben? Bissnarbe. Mensch. Prellung Mensch, das war der Kampf mit Michelson? Nacken abgebissen. Okay, das ist schon ein ziemlich krasser Todesgrund. So ein Nackenbiss. Dass da wirklich ein Stück rausfehlt im Nacken. Gott. Hat sie sich selber gegessen vielleicht? Erstmal muss ich hier ins Forschungsmenü, damit es weitergeht. Flowers and Trees. Aquaculture 2. Neue Früchte kann ich dann anpflanzen. Und hier kann ich... Wir überspringen das gleich mal. Ich gehe mal auf Advanced Cooking. Auch wenn es lange dauert und viel kostet. Ich glaube, ich möchte das oder möchte ich den Teufelsgarn behilfen. Oder Kleidung. Kleidung könnte jetzt auch sehr bald nützlich sein. Leaf Plant. Was ist das nochmal? Oh, hier kann ich sozusagen Mineralien anpflanzen. Wir machen erstmal Kleidung.
die Leute brauchen vielleicht bald wieder welche. Was ist jetzt mit Pizza passiert? Kriege ich das hier irgendwie raus? Sozial. Plauder mit Donald, plauder mit Dextes und Ten. Und das war's im Prinzip. Michelson. Versuch, Dromedar zu zähmen. Ah, du kannst auch was zähmen. Charakter? Tiere 4. Na gut. Wer kann eigentlich noch mit Tieren ganz gut umgehen? Tiere. Wie sehe ich denn das? Geht das Spiel übrigens weiter? Wir könnten mal hier zumindest doppelte Geschwindigkeit machen. Tierpfleger, da haben wir es doch. 4, 6. Oh, ich höre Schüsse. Hoffentlich hier am Trainingsstand. Ja. Ah, unsere Besucher gehen hier trainieren. Das ist auch okay. Wir könnten mal den Leguan da jagen. Okay, ihr könnt den Leguan nicht jagen. Leguan ist weg. Jeguan, ich weiß nicht, wie ich da jetzt drauf gekommen bin. Hier ist ja mal gar nichts in der Wüste. So, ich glaube, wir hatten doch noch irgendwo hier so oder so neue Rekruten gesehen. Ich glaube, wenn ich hier reingehe, da haben wir noch neue Rekruten. Was ist denn das für ein Viech? Ach, das ist der Wüstenfuchs. Ach, warum denn? 2,5% Chance, den zu zähmen. Läuft, passt schon. Pizza, warum bist du tot? Wir brauchen ein neues Grab. So. Ja, wir stapeln mal ein bisschen dichter. Wir haben ja noch 1, 2, 3, 4, 5 Leben. Mehr oder weniger. Wir können, genau, ich wollte doch vorhin schon mal gucken, wer bauen kann. Bauarbeiter. Hier haben wir Bauarbeiter. Dommel und der neue Destex. Hoppla. Und Michelson war jetzt auch ganz kurz Bauarbeiter. Na eben, wir können jetzt hier bei Bauarbeiter zum Beispiel 9 machen. Wenn die Leute überhaupt nichts zu tun haben. Koch ist zum Beispiel wieder was anderes, Mechanik auch, aber was könnten die Leute noch machen, wenn sie gerade überhaupt nichts zu tun haben? Ich glaube, Minen ist etwas, was ich auch jedem geben möchte. Minenarbeiter oder so. Wenn ich es denn finden würde, Mechanik? Oder hat das irgendeinen Namen, den ich jetzt gerade nicht mir... Nicht mal hier fehlt was. Ne, das sind die Handwerker, oder? Handwerk, Transport, Reinigung, Schneider, Forstwirt, Bergarbeiter, okay. Ne, so rum. Okay, dann ist das hier schon... Na, ein schäbiges Grab, was soll's, komm. Welcher ist das hier? Kann ich dich irgendwie... Oh Gott, der verdirbt bald. Anführungsstrichen. Achso, Digger war das. Ja, zuweisen. Zwei Besuchergruppen haben wir jetzt. Entdeckersiedlung und Entdeckersiedlung. Die kommen gerne zu uns. Ja, und bedienen sich meiner Freizeiteinrichtung, die aus Kampfdummies und Schießdummies bestehen. Und sie genießen den Gästeraum, in Anführungsstrichen. Wir könnten eigentlich ein richtiges Gästebett machen. Das war bei Möbel, glaube ich. Und Guestbed. Können wir auch einen Gästeraum zuweisen. Wo machen wir den? Oh, das war gerade Autosave. Aber Autosave ist auch ganz gut. Wir könnten hier einen Gästeraum reinbauen in die Pyramide. Ich nenne das Ding übrigens Pyramide für mich intern, weil ich... Ja, glaube, dass das so in Wirklichkeit so aussehen würde. Hier hat man diesen komischen Skarabäus-Käfer gefunden. Ja. Ja, jetzt sind die Gäste eh da, jetzt können wir es auch lassen. Warten wir noch ein bisschen, bis Zeit vergeht und irgendwas noch passiert. Schlechte Laune. Bei Dommel. Okay, was ist mit Dommel los? Schussnarbe, Bedürfnis. Mein Rivale starb. Super. Vergnügt. Meinung von geliebter Hen. Okay, sehr niedrige Erwartung, das ist auch ganz gut. Ah ja, stimmt. Jetzt hat sie mitgekriegt, dass der Vater tot ist.
Das kann natürlich schon irgendwie auf die Laune drücken. Und wahrscheinlich standen sie sich doch ein bisschen näher, wenn dann halt minus 8 ist. Aber plus 8, weil der andere tot ist. Das. Ja. Schon ziemlich traurig. Sozial ist. Der neue Destex müsste doch. Jetzt bei ihr ganz niedrig sein, oder? Hat mir Flirt versagt. Du sollst dich hier mit anderen Leuten flirten, jetzt wo du zu mir gehörst. Hat sich ins Zimmer eingeschlossen, der Neue. Okay. Ja, das bringt ja wirklich viel, sich hier einzuschließen, im Gästezimmer. Das hat man schon. Jäger ohne Waffe, wer ist es denn? Michelson. Wo hast du deinen Bogen hier? Ausrüsten? Ja, du... Ach komm, nimm den hier von Pizza. Und das hier weiß man jetzt, Pizza zu. Übles Grab. Es ist halt niemand da, der das richtig bauen kann. Los. Verbuddelt die. Verbuddelt auch die andere. Oh, sieht das bloß so aus oder verfault er jetzt wirklich so langsam? Oder Moment mal, heißt abgebissen jetzt, wo sie tot sind, dass die dann. Von Tieren angenagt werden oder so. Apropos Tod. Könnte es sein, dass die Leute einfach verhungert sind? Ich glaube nämlich fast leider ja. Aber jetzt haben wir wieder Nahrung. Können wir jetzt auch mal wieder hier das entsuspenden. So. Jetzt haben wir ja mehr als genügend Nahrung. Das sollte klappen. Schlechte Laune. Michelson wird von dem Wüstenfuchs angegriffen. Okay. Du sollst den Kampfmodus. Jetzt mach hier Nahkampf. So. Entweder wir überleben das jetzt oder wir haben gleich den dritten Toten. So. Ohnmächtig ist auch ganz interessant. Kampfmodus beenden. Wüstenfuchs retten können wir. Das ist mal interessant. Wollen wir den. Ob das wirklich machbar ist, den zu retten? In Anführungsstrichen. Ich würde gerne capturen. Im Sinne von, dass ich ihn dann zähme. Vielleicht lassen wir ihn da einfach auch liegen. Und sobald er tot ist, dann verwursten wir ihn. Oder so. Michelson ist jetzt auf jeden Fall wieder Patient. Irgendwas, was lebensbedrohlich ist. Geht schon. Nur Kratzer und so weiter. Und starke Schmerzen hatte, aber die hatte sich auch verdient. Wenn er so ein schlechter Jäger ist. So, verbuddelt mal die Toten hier. Dommel, was tust du gerade? Spielst Hufeisen-Dingens? Er ist toter Mensch. Nein. Begrabe sie bitte. Komm, das darfst du deinen Rivalen noch gönnen. Kocht einfach Mahlzeit, das ist schon wichtig, finde ich. Trägt einfache Mahlzeit. Füttert Michelson mit einfacher Mahlzeit. Okay, was mache ich? Ich schlafe. Ich kann den nur essen? Ach, wahrscheinlich, weil ich einfache Arbeit verweigere. Wen haben wir denn eigentlich noch? Michelson selbst kann jetzt nichts machen. Im Prinzip, ja, ist damit jetzt die Einzige. Trommel 1 wurde zerrissen. Was? Ach, der Puma. Der Puma muss sterben, eigentlich. Ich weiß, wir können jetzt gleich mal irgendwie verwursten. Abgesehen davon, was macht unser Dromedar da unten? Zähmt Dromedar? Nein, wisst ihr was? Wo ist das Dromedar, das du zähmen möchtest? Das ist wahrscheinlich irgendwann mal angeklickt worden und jetzt gehen die da hier wieder raus. Das brechen wir ab. Wer ist das, der da runtergelaufen ist? Destex. Warst du zufällig ein Jäger? Arbeit, Destex, Jäger, nein. Was hast du? Nein. Na, okay. Mach mal 9. Irgendwie habe ich nämlich jetzt Lust, dass du hier den Puma tötest. Puma weiblich verletzt. Ich hätte eigentlich trotzdem mehr Lust, dass du den zähmst. Vielleicht ist. Ja,
probieren wir es doch mal aus. Was soll schon passieren, außer dass wir jetzt noch einen Verletzten haben? Fähigkeit des Tieres ist zu niedrig. Okay. Dann brechen wir das nochmal ab. Und du trägst das Dromedar dahin, wo es geschlachtet wird. So. Nichts dem Puma überlassen. Was ist denn das hier eigentlich? Stammeskleidung, können wir mitnehmen. Ja, das läuft doch mal furchtbar. So, ich erinnere euch nochmal dran. Ich speichere das jetzt extra ab und wenn ihr eine Abstimmung macht, dass ihr das zufällig nochmal anders sehen wollt, dann würde ich sagen, schreibt das in die Kommentare. Dann machen wir die letzten beiden Folgen nochmal. Ansonsten würde ich dann ja mit dem Spielstand hier weitermachen. Sehe ich das richtig, dass Pizza hier schon oben verschwunden ist aus der Leiste? Okay, wahrscheinlich, weil sie begraben wurde. Baut irgendwas an. Komm, hier den... Wie gräbst du jetzt? Enthält Pizza. Ah, das klingt so makaber. Aber jetzt sind sie wenigstens, sagen wir mal, einigermaßen würdig bestattet. Im Rahmen unserer Möglichkeiten. Ah. Zusammenbruch im Zimmer eingeschlossen. Beengte Umgebung. Okay, dann braucht man natürlich Ende einer Sonnenfinsternis. Hurra! Das heißt, es ist jetzt permanent dunkel und unsere Leute werden auch wieder stinkig sein. Wie schön. Aber okay, ich sehe jetzt gerade, wir haben 5 Leute immer noch. Und sämtliche Let's Plays, die ich so angefangen habe zu gucken, ich habe kein einziges weiter geguckt, die beginnen so mit einen ist jetzt relativ beliebt, oder 2 oder 3, nach dem klassischen Start. Und wir haben schon 5, in Anführungsstrichen, schon. Ah, damit kann man was machen. Damit kann man immer noch was machen. Falls ihr aber dennoch sagt, okay, ich möchte gerne Pizza und den Original-Destex in lebender Form sehen, dann wird man was anderes machen. Ja, ich würde sagen, ich beende jetzt auch die Aufnahmesession. Das ist gut, was heißt Aufnahmesession? Sind ja nur 2 Folgen. Ich beende das jetzt und mache dann weiter, sobald ich die Antworten auf die Folge habe. Wenn dann überhaupt Antworten kommen. Also das heißt, die nächste Folge wird noch ein bisschen dann auf sich warten lassen. Zeit ist jetzt immer noch nicht so gut bei mir. Aber es wird weitergehen. So oder so. Wie ihr euch entscheidet. Na dann, auf Wiedersehen. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen unterhalten und bis zur nächsten Folge.